für dich hab ich was mitgebracht. Für dich, damit mein Liebling lacht. Für dich, bringe mein Opfer ich. Ein Wort schließt all mein Glück in sich. Alles für dich. Ja, wer an die Twens der goldenen 20er Jahre denkt, ich meine, die sind ja heute schon alle über 60 Jahre alt, ne? Der muss auch bedenken, was man über uns im Jahre 2000 sagen wird. Naja, aber damals jedenfalls ging man schwofen. Und das heißt so viel wie tanzen, schieben, walzen, chassé und passé. Mit einem Wort, ein Riesenschwof. Ich fahr mit meiner Clara in die Sahara zu den wilden Tieren. Denn mir wird immer klarer, ich muss die Clara unbedingt verlieren. Kommt dann ein Löwe, oh Schreck, schnappt seine Clara ihm weg. Und ich komm ohne Clara aus der Sahara ganz allein nach Haus zurück. Bestück. Wenn du eine Schwiegermutter hast, dann betrachte sie als süße Last. Denn wo kämen all die Mädchen her? Gäbe es keine Schwiegermütter, 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 gäbe es keine Schwiegermütter, Schwiegermütter mehr. Das ist der liebe Klapperstorch, den kennt ein jeder Mann. Er beißt die Mädchen in das Bein und bringt die Kinder an. Das ist der liebe Klapperstorch, ein ganz verdrehtes Vieh. Denn manchmal kommt er gar nicht an und manchmal viel zu früh. Papa, Mama, der Klapperstorch ist wieder da. Papa, Mama, der Klapperstorch ist da. Das ist das alte Lied von jungen Leuten, das ein Malheur geschieht in Frühlingszeiten. Wenn blau der Bach ist ran, wenn lau die Nacht, dann ist der Lenz im Land und dann geht ab. Schatz, besuch mich mal bei mir zu Hause, denn in dem Lokal gibt's keine Pause. So zu zweien ganz allein, das wird schön. Wenn du brav bist, sage ich auf Wiedersehen. Lampenputzer ist mein Vater am Berliner Stadttheater. Lampenputzer ist mein Vater am Berliner Stadttheater. Wenn die Musik am Schluss immer hetzender wurde wie hier, dann hieß das entweder Rausschmeißer oder Bierpause im Orchester. Aber hier geht's ohne Pause. Die Platte ersetzt das Orchester und heute kann man um 11 Uhr morgens und nachts um 3 fragen. Fräulein, bitte wollen Sie Jimmy tanzen? Jimmy, Jimmy ist der Clou vom Ganzen. Jimmy, Jimmy ist der Schlager dieser Ballsaison. Jimmy ist heute im Salon sehr nötig. Jimmy ist der Gipfel der Ästhetik. Jimmy, Jimmy ist die allerletzte Kreation. Früher einmal machten es die Wilden. Jetzt gehört's dazu, um sich zu bilden. Früher war es shocking. Jetzt gehört's zum guten Ton. Früher tanzten das die Botokuden. Jetzt sieht man es bei den feinsten Leuten. Jimmy, Jimmy ist die große Mode. Jimmy ist die Sensation. Zeig mir mal, der Mutter mal, wo es sitzt, ist mir egal. Meine Augen letzter Strahl, such das verwünschte Muttermal. Zeig mir doch dein Muttermal, wo es sitzt, ist ganz egal. Ach, beende meine Qual, ach, zeig mir dein Muttermal. Eine Weiße mit nem Schuss und ein Mädel mit nem Kuss und die Tasche voller Geld, dann liebst du sie, die wunderschöne Welt.
die wunderschöne Welt. Ich möchte mal mit einem Mann, der was kann, dann und wann so ein bisschen allein sein. Ich möchte mal, käm einer an, der was kann, ach wie gern würde ich dann gänzlich sein, sein. Ich möchte mal, sehen wie es ist, wenn man küsst und vergisst dabei Sorge und Qual. Nur was man wortlos tut und nicht aus Sport bloß tut, das ist Gefühl und kein Spiel, ach mein Gott, ja das möchte ich mal. Tröste dich, mein liebes Kind, und red nicht, was nun mal nicht geht, mein Gott, das geht nicht. Und wenn dir noch so jämmerlich dabei zumut ist, man kann nie wissen, liebes Kind, wozu das gut ist. Drum sag ich, tröste dich, mein liebes Kind, und red nicht, was nun mal nicht geht, mein Gott, das geht nicht. Und wenn dir noch so jämmerlich dabei zumut ist, man kann nie wissen, liebes Kind, wozu das gut ist. Diese Musik wurde zum ersten Mal im Radio gesendet, denn es gab ja jetzt das Foxhaus in Berlin, die erste Funkanstalt. Und Hans Bredow war der Ansager einer ersten Unterhaltungssendung. Weltbekannt wurde damals ein Schlager. Sie kennen ihn, Sie kennen ihn. Valencia! Meine Augen, deine Augen, Hühneraugen, guck wie ruhig. Valencia! Deine Beine wiegen alleine circa 180 Pfund. Valencia! Achte, neune, zehne, Bube, Dame, König, Ass. Du Schönste aller Rosen, lass doch kosen den Matrosen eine Nacht. Ich bring dich um die Ecke nach Haus zu dir, und willst du dich nicht lassen begleiten von mir, dann sag ich, liebes Fräulein, adieu, es war sehr schön. Du kannst mich am Aschermittwoch sehen. Du brauchst mir ja nicht treu zu sein, nur dann und wann bin ich dich für mich frei zu sein. Wenn du nur einmal bei mir bist, was geht's mich an, ob du nach mir ne andere küsst? Ich will von der Lilli nichts wissen, ich fall auf die Lilli nicht rein. Die lässt sich ja nicht einmal küssen, die will gleich geheiratet sein. Ich will von der Lilli nichts hören, ich geh mit der Lilli nicht aus. Ich soll immer Treue ihr schwören, und das wächst mir schon zum Halse heraus. Das kannst du deiner Großmama erzählen, dass du nun schuld bist und dass du nie geküsst. Das kannst du deiner Großmama erzählen, denn so eine alte Frau ist nicht so schlau. Und tust du auch so keusch wie eine Lilie und strahlt in Unschuld dir dein Angesicht, das glaubt man dir vielleicht in der Familie, aber mir, mein Schatz, erzählst du sowas nicht. Adieu, mein kleiner Gardoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht. Steh gerade, Kerzen gerade, lache in den Sonnentag, was immer geschehen noch mag. Hast du Sorgenminen, fort mit ihnen, tralalalala, zum Trübsein sind andere da. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht, adieu. Ja, ja, schlechte Zeiten für Offiziere. Die Jungen dienen auf dem Parkett als Eintänzer und die Altgedienten sind komisch im Hauptmann von Köpenick. Es gibt ja auch nicht viel zu tun. Es gibt 6 Millionen Arbeitslose.
Ja, Amerika. Amerika baut mit 2000 Maurern das Empire State Building für 25.000 Büroangestellte. Hoch hinaus. Hoch hinaus schafft's bei uns nur Elli Beinhorn. Sie fliegt einmal um die Erde. Sie ist die erste Astronautin. Und die anderen? Die tanzen auf Parkett. Das ist doch auch sehr nett. Oh, Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen und deine Schönheit hat mich toll gemacht. Ich hab im Traume dich dann im Ganzen gesehen, das hat das Maß der Liebe voll gemacht. Bei jedem Schritte und Tritte biegt sich dein Körper genau in der Mitte. Und herrlich, gefährlich sind deine Füße, du Süße, zu sehen. Oh, Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen. Oh, Donna Clara, wunderschön. Denk bloß mal an Mutti, heut kam ein Mann, Mutti, der wollte küssen, Mutti, mich auf den Mund. Er hat mich fest, Mutti, ans Herz gepresst, Mutti, denn er meint küssen, Mutti, das sei gesund. Weil er's nicht sah, Mutti, und das ist wahr, Mutti, hab ich die Zunge, Mutti, hinausgesteckt. Und denk mal an Mutti, der böse Mann, Mutti, sag ach nochmal, Tutti, es hat fein geschmeckt. Meine Oma fährt Motorrad, ohne Bremse, ohne Licht. Ihre Hupe ist gestohlen und der hintere Pneu nicht dicht. Ihr Benzintank leckt bedenklich und der Auspuff knallt und kracht. Aber lustig fährt die Oma durch die laue Sommernacht. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Sollt lieber mit Schokolade schmeißen als mit Dreckchen Lehm. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Sollt lieber mit Schokolade schmeißen als mit Dreckchen Lehm. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Sollt lieber mit Schokolade schmeißen als mit Dreckchen Lehm. Laila, heute Nacht muss ich dich wiedersehen. Laila, deine schlanke bauten Glieder sehen. Laila, nur die eine Nacht befehle mich, küsse mich, befehle mich, denn ich liebe dich, oh Laila. Ja, wenn Laila und sogar der Lehm und die Oma auf dem Motorrad besungen werden, dann lohnt sich ein Blick auf den Motormarkt. Der Flugverkehr zwischen den Großstädten ist selbstverständlich geworden. Hauptmann Köhl braucht 30 Stunden nach USA, 3 Fliegen zum Nordpol. Ohne Motor schwimmt Gertrud Ederle durch den Kanal. Und über Wasser halten sich die Komponisten, zum Beispiel mit dem Schlager. Oh Katharina, oh Katharina, ich trink noch einen Cappuccino, dann fahr ich fort nach Indochina. Grüß dich Gott, Schluss mit Jubel. Oh Katharina, oh Katharina, Auto und Pelz und Kammerdiener, so viel kann ich doch nie verdienen. Grüß dich Gott, Schluss. Auf Java sind die Mädchen braun, mit Augen wie ein Reh. In Afrika gibt's schwarze Frauen, mit Zähnen weiß wie Schnee. Wie süß auch alle Geishas sind, geküsst hab ich sie nie. Denn in Hamburg gibt's ein blondes Kind, und das bist du, Marie. Was guckst du mir denn immer in die Bluse?
was fasst du mir beständig ins Gesicht? Was machst du heute Abend für ein Geschmuse? Was du dir denkst, das gibt es nicht. Was hast du eigentlich auf deinem Herzen? Ich weiß nicht, ob du lächelst oder weinst. Ich möchte mich an deinen Busen stürzen. Vorausgesetzt, dass du es ehrlich meinst. Ich sah die Lisbeth im Paradiesbett. Und seit ich das gesehen, fühle ich mich so sonderbar. Die süße Kleine lag ganz alleine auf ihrem Daunenkissen mit dem blonden Wurschelhaar. Sie trug ein Hemdchen ganz in rosa. Ich war verhext, als ich sie so sah. Ich sah die Lisbeth im Paradiesbett. Und als ich das gesehen, da war's um mich geschehen. Die schöne Adrienne Sching da sa 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 Radio hat eine Hochantenne. Sching da sa 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 Radio aus aller Herren Länder. Sching da sa 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 Radio empfängt sie von den Sendern. Tara, 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 Radio. Und zum Schluss, ganz zum Schluss, schuf der liebe Gott den Kuss. In der schönsten Maiennacht hat der Herr den Kuss erdacht. Und Frau Eva hat gelacht. Und zum Schluss, ganz zum Schluss, schuf der liebe Gott den Kuss. Der noch niemals unmodern und ein Meisterwerk des Herrn. Darum küssen alle Mädchen so gern. In den 20er Jahren gibt es eine Reihe von Evergreens des Fin de siècle, also aus dem Jahre 1900, als der Albert Schweitzer 25 Jahre alt war, als der Marconi drahtlos telegrafieren konnte und als die allerersten Autos in Amerika in den Schaufenstern standen. Damals tanzte man Fürnehm bei Kroll, weniger feudal beim Witwenball und nannte der Eckensteher, zog die Gamaschen an, Hundedecken genannt und schwurfte mit, wie hieß sie doch? Komm, Karlinigen, komm, Karlinigen, komm, wir wollen nach Rixdorf gehen, da ist es wunderschön, ja! Komm, Karlinigen, komm, Karlinigen, komm, wir wollen nach Rixdorf gehen, da ist es wunderschön. Max, du hast ne Nase, die wird ja kolossal. Die hast du wohl für alt gekauft, komm, zeig sie mir sie mal. Ach Max, du hast ne Nase, die wird ja kolossal. Die hast du wohl für alt gekauft, komm, zeig sie mir sie mal. Mariechen, du süßes Viechen, du bist mein Alles, bist mein Edelstein. Mariechen, ich möchte kriechen, dir in dein kleines Herz hinein. Nimm mich mit in dein Kämmerlein, ja nur dort allein kann ich glücklich sein. Nimm mich mit in dein Kämmerlein, ja nur dort allein kann ich glücklich sein. Was nützt denn den Mädchen die Liebe? Sie nützt nichts und bringt auch nichts ein. Denn ohne Verlobung sie bliebe, nee, geheirat muss sein. Was nützt denn den Mädchen die Liebe? Sie nützt nichts und bringt auch nichts ein. Denn ohne Verlobung sie bliebe, nee, geheirat muss sein. Nee, geheirat muss sein. Wenn meine Frau sich aussieht, wie die bloß aussieht, das seh ich gar zu gerne, wär's auch von Ferne. Sie schminkt und schmiert und duscht und parfümiert. Sie kleckst und kliert. Ach, wie bin ich blamiert. Bis früh um fünfe, süße Maus, da gehen wir sicherlich nach Haus. Wenn auch der Hahn schon kräht, die Sonne am Himmel steht, da machen wir uns gar nichts draus. Bis früh um fünfe.